So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Hab das Video jetzt hier gerade schon mal gedreht, ist aber unter ein wenig Keuchen untergegangen. Also wenn ich die ganze Zeit quatsche und super warm angezogen bin, dann muss ich den Berg langsam hochgehen. Sonst ist das dann am Ende von der Sprachgeschwindigkeit mit einigen doch sehr großen Aussetzern verbunden mit oder ähnliches. Und da ich nicht Darth Ben bin, Moment mal, dieser bescheuerte neue Typ mit Maske aus dem neueren Star Wars Teil, also nicht Rogue One, sondern der andere, der heißt doch Ben, oder? Also eigentlich, na egal, Filmwissen hat hier nichts zu suchen. Ich habe was dazugelernt, was ich bisher so nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe ja schon immer behauptet beim Thema pflanzliche Notnahrung, dass man am besten Wurzeln, Beeren, Nüsse, Samen, ja, so ein Zeug futtert. In der Regel keine Blätter, mit ganz wenigen Ausnahmen, zum Beispiel Entengrütze. Entengrütze ist dieses lustige Zeug, was da auf dem Teich schwimmt und so aussieht, als könnte man auf dem Teich rumlaufen, was natürlich nicht geht, weil das Zeug hat keine Wurzel, muss aber trotzdem irgendwo Stärke bzw. Zucker speichern. Und da es keine Wurzel hat, kann es das nur in den Blättern tun. Da haben wir es dann also mit Kohlenhydrat, also für uns verdaubaren, kohlenhydrathaltigen Blättern zu tun. Und die können wir dann essen und die haben doch einen gewissen Nährwert. Das lohnt sich. Was ich nicht wusste bisher, also ich weiß es jetzt schon eine Weile, aber ich bin nicht dazu gekommen, ein Video dazu zu machen, ist, dass tatsächlich Brennnessel nicht nur nahrhafte kleine Samen hat, die man sich auch noch ein bisschen anrösten kann, die dann richtig lecker sind, sondern tatsächlich auch die Blätter ein relativ hohes Maß an Energie bieten, nämlich 70 Kalorien pro 100 Gramm Frischgewicht. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Das ist sogar hoch genug, dass man sich vorstellen könnte, dass der Aufwand zum Sammeln von 100 Gramm Brennnesselblätter, also der Energieaufwand, den man da hat, bei unter 70 Kalorien liegen könnte. Heißt, netto macht man da dann durchaus ein gewisses Plus. Hängt jetzt natürlich davon ab, wie viel Aufwand man betreibt, um 100 Gramm Brennnesselblätter zu sammeln. Wenn man die einfach nur schnell einzeln von der Pflanze rupft, möglichst gründlich, und sich auch noch schöne Blätter aussucht, dann wird das wahrscheinlich kritisch. Wenn man hingegen, keine Ahnung, mit der Sense kiloweise Brennnesseln, ganze Felder davon abmäht und dann in riesigen Bündeln zu sich ins Lager schleppt, um dann ja wie der Koalabär die Blätter von der Pflanze direkt in den Mund zu konsumieren, mag das vielleicht durchaus erheblich effizienter sein. So, jetzt das Problem mit 70 Kalorien pro 100 Gramm. Kommt man zwar auf ein mögliches Plus bei der Nahrungsaufnahme, aber so fett ist das jetzt nun auch wieder nicht. Und ja, das heißt jetzt für uns, dass wir theoretisch von 3,5 Kilo Brennnesselblättern am Tag leben könnten. Aber jetzt gibt es noch das Problem, dass es halt nur theoretisch funktioniert, weil natürlich enthalten diese Blätter jetzt nicht nur 70 Kalorien und der Rest davon verpufft sozusagen im Verdauungstrakt, sondern die enthalten natürlich auch noch jede Menge Ballaststoffe. Und Ballaststoffe bedeuten, dass die nicht verdaut werden können, und das bedeutet, dass die irgendwie den Verdauungstrakt wieder verlassen müssen. Und wenn man jetzt wirklich 3,5 Kilo von diesem Zeug verzehrt, dann kriegt man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, je nach individuellen Verdauungstrakt, früher oder später ziemliche Bauchschmerzen wahrscheinlich. Und unter Umständen ziemliche Probleme mit Verstopfung, um es mal beim Namen zu nennen. Und deswegen vielleicht eine ausschließliche Ernährung von Brennnesselblättern, bisschen fragwürdig. Ob einem da nicht auch dann irgendwann schlecht wird und das Ganze dann oben wieder rauskommt, man sozusagen nach dem Ulrich ruft. Ulrich! Kennt ihr den? Ich finde den lustig. Egal. Ja, das ist dann auch möglicherweise durchaus noch der Fall. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Trotzdem können Brennnesselblätter auf jeden Fall eine gewisse Ergänzung der ansonsten für Survival-Zwecke verwendeten Nahrung darstellen. Noch ganz kurz, warum ist jetzt Brennnesselblätter anders als andere Blätter?
Wahrscheinlich deswegen, weil die sich leisten können, noch einen gewissen Nährstoffvorrat in den Blättern eben zu speichern. Aufgrund dessen, dass die Blätter ja doch so gut geschützt sind vor Fraßfeinden verschiedener Art, dass einfach nicht damit zu rechnen ist, dass großartig viele Brennnesselblätter abhanden kommen. Außerdem wachsen Brennnesseln ja nur auf enorm guten nährstoffversorgten Standorten. Für die, die es noch nicht wissen, wenn man mal irgendwo ein ganzes Feld Brennnesseln sieht, liegt es meistens daran, dass irgendjemand oder etwas da vor unter Umständen schon sehr langer Zeit sehr häufig was hat fallen lassen. Ist ein Stickstoffzeiger, braucht sehr, 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 sehr viel Stickstoff. Wo das Ding also wächst, muss sehr, sehr, sehr viel Stickstoff vorhanden sein. Wo ist sehr, 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 sehr viel Stickstoff drin? In Dünger. Und was ist Dünger? Gülle. Und ja, damit wäre die Sache auch geklärt. Und damit wissen wir jetzt auch, warum die Brennnessel denn so furchtbar viel Stickstoff braucht. Weil sie nährstoffreiche Blätter hat. Gut. Ja, ich glaube, dem habe ich dann nicht mehr allzu viel dazu hinzuzufügen. Dass sich jeder selber überlegen, ob es für ihn in einem Survival-Szenario eine Option ist, 3,5 Kilo Brennnesselblätter am Tag zu fressen. Viel Spaß. Macht's gut.